Hallo von Herzen, meine Lieben. Ich grüße euch zur neuen Tagesbotschaft. Wir schauen wieder, welche Energien wichtig werden und was ich zeigen möchte. Ihr bedenkt bitte, es ist eine allgemeine Legung. Das heißt, die Energien können, müssen aber nicht mit euch in Resonanz gehen. So, ich lasse die Karten springen. Die erste ist schon gefallen. Die drei der Schwerter. Welche wollen sich noch zeigen? Die sieben der Schwerter. Der Ritter der Schwerter, die Acht der Kelche und die Zwei der Schwerter. Schwertreicher Tag. Was haben wir denn hier unten? Haben wir den Page der Stäbe. Ich würde gleich mal noch Klärungsenergien springen lassen, bevor ich in die Deutung gehe. Hat sich jetzt hier eine umgedreht. Wieder die Zwei der Schwerter. Die fallen jetzt übrigens auch häufig. Der Stern. Die Königin der Kelche. Die Herrscherin und an der Unterseite haben wir die Sieben der Münzen. Also was mir hier ganz, ganz klar auffällt, ist, es sind zwar viele Schwertkarten, aber es sind auch Energien in der Kombination, die andeuten, dass eine unehrliche, verletzende Energie aufhört. Es kann jetzt sein, dass man sich in irgendeiner Angelegenheit betrogen gefühlt hat oder immer noch betrogen fühlt. Es kann sein, dass man hier verraten wurde. Es kann sein, ja, dass irgendetwas in einer Situation oder irgendeine Situation einfach nicht fair abgelaufen ist. Dass man hier eine Entscheidung treffen musste, die einem irgendwo schwer gefallen ist, aber wo man genau wusste, wenn man diese nicht trifft, kommt man aus diesem Strudel nicht raus. Vielleicht ist man auch hinter etwas gekommen. Ne? Die Acht der Kelche ist eine Saturn- und Fische-Energie. Und das ist wiederum eine Energie, wo man auch Dinge sieht oder wahrnimmt, die man vorher nicht gesehen hat. Oder all das passiert tatsächlich heute, wenn du hier in dieser Tagesbotschaft bist, dass du eine Entscheidung triffst, die in erster Linie wirklich nicht unbedingt schön ist. Ich sage immer, die Drei der Schwerter ist wie so eine lebensrettende OP. Das ist sicherlich kein schöner Eingriff, aber es ist wichtig, um letztendlich zu gesunden, zu heilen und weitermachen zu können. Es ist gut möglich, dass es heute hier zu klaren Gesprächen kommt in einer Situation, in der man bisher unsicher war oder wo sich einfach Dinge nicht klar gezeigt haben. Es kann sein, dass hier Nachrichten auf dich zukommen, Gespräche. Es kann sein, dass ein Ritter der Schwerter auf euch zukommt, sehr plötzlich und unverhofft durch den Page der Stäbe gekennzeichnet. Und dass es hier wirklich um eine Entscheidung geht, weil man vielleicht etwas erfahren hat oder hinter etwas gekommen ist, etwas klarer sieht, klar analysiert hat, um diese Situation hier zu verlassen. Bei den Sieben der Schwertern handelt es sich, so wie ich es für mich oder auch für meine Kunden deute, immer auch für emotional nicht stabile Energien. Das bedeutet, es kann gut sein, dass du dich in einer Situation befindest oder befunden hast, die sehr instabil war, wenn es darum ging, welches Gefühl sie in dir ausgelöst haben oder ob die Situation prinzipiell, dass die Situation prinzipiell wackelig war, weil vielleicht auch ein Gegenüber nicht stabil ist. Und das verlässt du ja einfach. Na gut, einfach wird sicherlich bei dem einen oder anderen nicht. Oder du erfährst jetzt, na, wenn wir jetzt hier die Zusatzenergien aus dem Tarot, was kommt danach, sehen, dass diese Ereignisse schon passiert sind und du jetzt hier gelernt hast, durch die Königin der Kelche und die Herrscherin, erstens in deinen Wert zu kommen, auf dein Gefühl zu vertrauen, dich auch wieder zu öffnen.
Der Stern ist einer der drei Schutzkarten im Tarot. Das bedeutet, die Situation, um die es hier geht, steht unter einem guten Stern, was die Zukunftsperspektive angeht. Ne? Also egal, in welcher Situation du dich befindest oder welche Entscheidung du hier getroffen hast oder treffen wirst, sie ist die richtige. Was ich mir aber wirklich gut vorstellen kann, ist, dass diese Energie hier oben tatsächlich bereits passiert ist und du jetzt hier die erste Ernte einfahren kannst aus der Energie, dass du eben wieder in die Heilung kommst oder gekommen bist. Du zweifelst, wenn du hier in der Tagesbotschaft bist, du zweifelst nicht mehr an dem, was du wahrnimmst, was du fühlst, auch wenn man dir eventuell etwas anderes gesagt hat oder versucht hat, weiß zu machen. Das glaubst du nicht mehr. Du lernst hier auf dein Gefühl zu vertrauen oder hast es jetzt gelernt. Du kommst hier, die Herrscherin ist die Königin der Königin, ne? Das darf man auch nicht unterschätzen, ist die weibliche Energie. Es geht um den Wert, aber auch um diese Du-Beziehung, um die Liebe, die ich hier gebe oder auch empfangen kann. Bei dem einen oder anderen, das wird jetzt sicherlich nur eine kleine Reisegruppe sein, aber bei dem einen oder anderen könnte auch hier eine Schwangerschaft ins Haus stehen oder dass die Meldung kommt, dass jemand schwanger ist oder du selber schwanger bist. Vielleicht auch, das war hier bei dem einen oder anderen eine lange Reise oder eine schwere Reise oder man hat auch hier schon Erfahrungen gemacht, die jetzt vielleicht nicht so schön waren. Weil die Herrscherin und die Sieben der Münzen sind für mich auch die beiden Schwangerschaftsenergien. Ne? Also das nur mal so am Rande. Ja, also im Großen und Ganzen zeigt sich hier in erster Linie Heilung. Entweder verlässt du gerade eine ungesunde Situation oder du erntest jetzt bereits die ersten Früchte, weil du vor einer gewissen Zeit eine Situation verlassen hast, die eh nicht ehrlich war oder dir nicht das Gefühl gegeben hat, was du für dich verdienst. Ansonsten können hier aber auch wirklich Nachrichten und Kommunikation auf euch zukommen, von jemandem, der hier eventuell im Zweifel war oder nicht ehrlich mit sich selbst war oder nicht ehrlich zu dir selbst war, dass man hier nochmal versucht, in einen Neubeginn zu gehen, zu schauen, was habe ich denn aus dieser Situation lernen können für mich und für diese Verbindung, für diese Konstellation, beruflich, privat, familiär, wie auch immer. Und dass es hier wirklich darum geht, einen Neubeginn zu starten auf einer reiferen Ebene. Ne? Also es gibt hier, wie gesagt, auch mehrere Deutungsmöglichkeiten. Auf jeden Fall ein heilender Tag, ein klarer Tag und im Großen und Ganzen auch langfristig gesehen ein sehr erfreulicher Tag. So, ach, das gibt's ja nicht. Guckt mal, das Schwein ist gefallen. Das Glück kündigt sich an. Große und kleine Geschenke liegen auf deinem Weg. Du kannst Dinge erfolgreich zum Abschluss bringen. Wie passend! An der Unterseite haben wir hier die Fledermaus, die Orientierung. Neue ungewöhnliche Wege tun sich auf. Besinne dich auf dich selbst. Beziehe die Kraft deiner Ahnen mit ein. Sehr schön, ne? Also, das ist schon auch hier, ne, ich sage auch immer, Glück ist natürlich auch, wenn man eine ungesunde Situation verlassen hat oder wenn man eine schwierige Phase hinter sich gebracht hat. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Tag, bleibt mir alle schön gesund und dann hoffentlich bis bald. Eure Helene.